wir mal gefahren. Ich glaube Doppelstockware mit irgendetwas. Alter. Ah, Halter warten, schön. Also nicht schön, aber. Da machst du nichts. Ah, in der City! Ah, nee. Doch, in der City. 120, ja nicht. Was? 120. Oder nee, war nur 01, wie ich das gesehen habe. 01. Na gut, ich sehe ihn wahrscheinlich nicht. Also, vielleicht. Das wird wahrscheinlich der sein, der am Anschlusstreffen teilnimmt oder so. Ja. Er hat schon mal nicht gewartet, schade. Ah, klar, der Intercity, der wartet auf dich in Hamburg. Plus 20? Warum geht denn das jetzt hoch? Weil du vielleicht mit deinem Ebola noch immer eins hinten dran bist. Ach, stimmt. Du solltest vielleicht mal eine Ebola, habe ich auch gemacht. Das fängt sich wieder. Ja, warum bin ich denn jetzt ein minus 1,1? Warum bin ich denn jetzt minus 1,1? Ich muss noch 100 fahren. Wann darf ich denn hier 110 oder 130 fahren nochmal? Ohne Ebola ist jetzt ein bisschen doof zu sehen. Wobei ist er gleich schon wieder da, na gut. Ja, es müsste schon da sein. Erstmal nur 100 hier. Also erstmal nur mit 100. Bei 157,8 darfst du 130. Schon vorbei. Da habe ich jetzt schon. Plus 2,2. Mhm, ich glaub's auch. Danke. Ja, mein Ebola ist irgendwie immer noch ein bisschen hinten dran. Ja, meinst du jetzt auch wieder? Entspannt hier, gell? Oh, ich bin hier im Stress, du. Ja, ich nicht. Ich kann mich hier zurücklehnen. Habe ich jetzt zwar nicht, aber ich könnte ich. Was hier fahrt. In einer Minute erst? Ach du Scheiße. Oh, dann stehe ich mal eine Minute hier rum, wa? Bei mir gibt's ja wenigstens was zu sehen. Du stehst da nur rum in deiner Folge. Die große Chaosfahrt beginnt. Also, hat begonnen. Ganz wildes Ding hier, gell? Ja. Nichts los hier auf der Schnellfahrstrecke. Stimmt. Finde ich sehr schade. Sie mit 60 lang schleichen. Schön. Mit 25 lang schleichen. Tja, ich hatte ja schon Ausfahrt. Du bist ja auch 20 Minuten später als ich dran. 19. Oder vielleicht nur 18. Dann kommt schon die nächste S-Bahn. Perfekt. Der andere, der wird es direkt Bahnsteigwende hinter dir haben. Mal kurz Bremsprobe und abgib ihm. Ja. Der wird unmittelbar hinter dir sein. Alter. Tucker. Danke. K für Kassel, bestimmt. Ab hier sind 130. Da kann ich direkt durchbeschleunigen, würde ich behaupten. Ich hab nur noch plus 15. Ich hab plus 4. Also mir ist laut meinem Ebola. Ich werde wahrscheinlich keine plus 4 haben. Nee, glaube ich auch nicht. Diese 60 sind absolut zum Kotzen da gefühlt. Ja. Ich verstehe nicht, warum er da vorher schon langsam Fahrt hat. Weil er, ja, wegen der Weiche hier wahrscheinlich. Na gut, das könnte ein Argument sein. Boah, will mich nicht befreien. Mach mal China da. Da.
Bei mir sieht man jetzt gleich keine S-Bahn. Normalerweise würden wir, glaube ich, in Kassel-Wilhelmshöhe stehen, wenn die hier hinkommt oder so. Ja. Ich habe hier mal neue Perspektiven bei mir. Klar. Oder Moment, das wären doch sicher, dass es überhaupt drei Umläufe wären? Ja, es sind drei Umläufe auf der Linie. Per dem Halbstundentakt. Plus Hast du 15. nicht wie Tarek dann deine eigene Folgeleistung gesehen? Nee. Tatsächlich nicht. Sehr schade natürlich. Ja, ich bin auch sehr traurig deswegen. Ah. Nächster Halt, Fellmar, Niederfellmar, schick rechts. Ach, Fellmar heißt das, oder Ja. was? Ja, Fellmar, Niederfellmar heißt das Ding hier. Toll. Ist jetzt darauf gekommen. Ja, wo ich nach dem E geguckt habe. Ah. Ah, IC1 da. Wo ist die Abfahrt? Ah, diesmal nicht so arg früh dran. Zum Glück. Natürlich. Wie viel würden wir in Kassel-Wilhelmshöhe rumstehen? 7 Minuten. Gut, da kannst du jetzt tatsächlich gut was aufholen. Ich habe keine Einf. Doch, oder? Ist das mein Signal da? Du hast keine, würde ich sagen, oder? Nee. Funktioniert gut mit dem Verspätung aufholen, wenn sie anmerken. Doch, ich hab. Ah, das war da so komisch hinter. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich hatte auch gerade Langsamfahrt und ich halte erwarten. Deswegen, ich war ein bisschen verwirrt. Oh, jetzt geht's ja erstmal nur mit 45 los. Ja, hatte ich da auch. Plus 15 immer noch. Da habe ich gleich nur noch plus 8 oder so wahrscheinlich. Mal eben 11 Minuten dann aufgeholt. Ah, scheiße, ich habe nur 40 fahren. Ah! Peinlich, das ist doch schon wieder. Also mittlerweile glaube ich tatsächlich doch, dass das mein Punkt wird, trotz der Zwangse. Ah, ja, ist doch kein Wunder mit Abfahrt. Oh, ey. Das kann ich doch nicht holen, alles verpasst. Doch, ich lade das extra für dich hoch. Ah, was ist das da? RE. Katastrophe. Das hier ist tatsächlich eine Katastrophe, was wir hier heute zusammengefahren haben, ja. Alter, da war meine Fahrt auf Augsburg-Donauwörth besser, die ich allein gemacht habe. Nicht nur meine Fahrt, sondern auch deine Fahrt war Katastrophe. Ja. Auf ganz entspannt natürlich. Ich habe halt erwartet. Glaube ich. Ja, habe ich. Will nicht mehr. Ich habe Ersatzsignal. Ah, schön. Ein zweites an der Zahl. Jetzt habe ich 60 fahren hier. Ich habe Halt erwarten. Ne. Normal, nicht? Ich habe keine Einfahrt. Ach Oh, so, was? Oh, IC1. da kommt noch eins davor, sicher? Ja. Ne, ich hätte gesagt, das ist das hinten halt. Meinst du? Nee, da ist doch, nee, da ist eins, so. Jetzt sind wir hier bei, ey, jetzt sind auch gleich Signalverfehlung wegen dir, das wär's ja noch. Dann wäre es die Fahrt aber sowas von gewesen, Alter. Doch nichts mit 7 Minuten mal eben kurz aufholen, oder wie? Ja. Ja, wir stehen dann mal. Ach, ich kann eine Sonderansage machen. Ah, geil, ZS7 am Oh. Nein, ich will doch was auswählen. Wie am kann ich B denn hier was auswählen? Was soll das denn hier? Ach, jetzt. am BK-SIG ZS7. ZS7 ist doch immer klar, oder nicht? Ah, nichts Signal, oder nicht? Auch beim BK-SIG? Nichts Signal an 400 Meter ist es doch normal so, oder nicht? Ja, bis zum nächsten Signal 400 Meter. Und jetzt, wenn es ja der 7 hat, ist. Ja, war ein V, also ZS7. Ja, ist Sagst richtig. du immer so, ZS7 ist V wie Vorsicht.
Ja, richtig. Aber ich So habe ist beim es doch nächsten auch auch. halt erwarten. Jetzt kommen da zwei Ersatzdinger hintereinander oder was wird Ja, das aber warum jetzt? habe ich jetzt hier keine Einfahrt? Was soll denn das? Jetzt lässt der FDL mich hier stehen oder was? Irgendwas hat Ausfahrt. Hoffentlich kommt der jetzt ganz schnell und dann darf ich rein. Weil ist dein Zug schon für dein Gleis schon vom nächsten Zug belegt, Nee, ich Alter? habe ja nur plus 15. Er würde hier 15-Minuten-Takt fahren, dann ja, aber fährt er ja Gott sei Dank nicht. Das Ja, wär's ja aber noch, ey. muss ja nicht sein, dass nur du da hältst. Kannst du das sehen, er eher nach Frankfurt oder so steht jetzt. Ach was. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht, Ich oder? habe den schönen Innenraum. So, gleich holst du mich hier noch ein. Das wird doch schon kommen. Nee, ich hab davor einen Halt erwarten. Ah, perfekt. Katastrophenfahrt. Ich glaube, also dieses Video, das kann man wirklich Katastrophenfahrt nennen. Nicht nur. Doch, eigentlich nur wegen der Unfähigkeit. Ja, bei mir auch. Wobei bei mir nicht so viel Katastrophe war wie bei dir, würde ich Wo, behaupten. ja, wobei das jetzt in Spele war jetzt mit Unfähigkeit, naja, also eigentlich hätte es ja gepasst. Das jetzt gerade mit den 40 wäre natürlich. Wäre jetzt in echt natürlich keine Katastrophe. Ich habe das ja Gott sei Dank noch bemerkt. Ich habe da noch vor der ersten Weiche runtergebremst, aber ist natürlich trotzdem nicht so schön, keine Frage. Ja, Intercity kommt da. Was steht da vorne? Ah, ernsthaft? Der muss jetzt Was denn? da warten, da vorne, weil der da hinten warten musste, weil ich gekommen bin, oder was? Ja. Ah, hier gibt es gerade 500, da entspannt. Sag mal. Ah, ich habe Einfahrt. Und jetzt muss ich warten, bis der dann darf ich rein, oder was wird das jetzt? Ja. Ja, Ich geil. habe jetzt auf jeden Fall. Ah, da, ja, auf den muss ich wahrscheinlich warten da. Wird Den irgendeine andere S-Bahn wahrscheinlich Nahverkehrszug. gewesen sein. Komm. Nee, ich glaube nicht, dass das eine S-Bahn ist da. Okay, interessant ohne Lok hinten oder Steuerwagen, aber Hauptsache zum Hauptbahnhof fahren. Hopp, 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 mach Green. War doch egal, dann ist sowieso kein 500er hier. Aber muss ich nicht anhalten. Das ist zetzig, oder? Ja, würde ich jetzt mal sagen, ne? Trotzdem nicht rein. Ach Leute. Ist ja jetzt schon. Katastrophe hier in Kassel. Ah, da vorne fährt irgendwas Richtung Paderborn aus. Ich Nee, muss in einer Minute stehen. Wie soll ich in einer Minute dort in Kassel stehen? Paul, ich fahre jetzt mal lieber ein bisschen weiter durch, weil hier ist ja auch Ja, so eben. eine gefährliche Sache. Langsamfahrt mit Langsamfahrt erwarten. Bringt mir eh nichts, ich darf eh nur 40. Aber darf ich Tja. jetzt trotzdem auch nur. Also von daher kann ich da schon mal nichts falsch machen, dass ich plötzlich schneller fahre, würde ich behaupten. Ja. So, Richtungswechsel wurde getätigt. Ah, Intercity, Intercity. Moin. Keine Bremsprobe heute. Doch. Huch. Na gut, das stimmt, ich habe ja zwei Zwangsen. Ach nee. Ja gut, aber So, ich für hab das mal hier eine die. konnte ich ja nichts, wo ich den Richtungswechsel hatte. Was auch immer da schief gegangen ist. Ich habe auch schon wieder Ausfahrt. Ja, war ja ganz schnell, der Kollege. Der kannte da nichts. Ich stehe bestimmt schon eine Minute Tür zu. Beim Richtungswechsel steht man immer eine Minute oder wie? Mindestens. Nee, ich habe ja höchstens eine Minute und jetzt nach 50 bis 57 eingetragen, also stehe ich in der Minute. Mach das. Ah, danke. Oder auch nicht, wollte ich gerade sagen, aber dann doch. Ah, mit 60 darf man wieder hier einfahren, oder was? Ja. Oder Und auch dann habe ich irgendwie die. ausfahren. So, Paul, ich komme dir jetzt entgegen. Super Sache. Hoffentlich nicht auf demselben Gleis, aber ich glaube schon. Nee, fest hier drüben irgendwo rüber. Ach, ich fahre jetzt hier ganz rechts. Was soll das denn jetzt? Hatte ich ja. Halt, er war. Ah, nicht, hatte ich. Oh, nee, du. Das ist ja doch Langsamfahrt.
Ah, perfekt. Ich dachte, hier 60. Ja, komm, bin ich losgefahren, stehe ich wieder, ne? Das ist so. Dann, ja, es war hier schon eine Ausreise, Verspätung erfolgt, Verspätung erfolgt. Ah, Zwangsel, schön. Guck mal einmal aus dem Fenster und schon so, war es jetzt so sicher viel. Oh, ich hab gedacht, Ja, wenn du so aus ein dem Fenster Scheiß. guckt hättest, dann hättest du gesehen, dass da Langsamfahrt ist. Das ist ja auch anscheinend nicht. Ruhe. Egal, Kassel-Wilhelmshöhe, Ausstieg in die Fahrtrichtung links. Es ist ein Trauerspiel, das muss ich ja schon zugeben. Es werden alle Anschlüsse erreicht bei mir heute. Bei mir nicht. Richtig, bei dir kann man schon alles vergessen. Ich müsste wahrscheinlich auch am Hauptbahnhof rein und dann direkt wieder raus, würde ich die Folgeleistung fahren. Weiß nicht, wie viel Pause die haben. Weiß ich auch nicht, wie viel Wendezeit die haben. Also mal gucken, wann wir losgefahren sind. Nee, das ist mir zu aufwendig. Kannst du da rein machen. Ja, hier langsam fahrt mit 60 habe ich gerade nicht bestätigt. Warum auch? Warum sollte man langsam fahrt bestätigen? Wenn, also ja, verstehe ich gar nicht. Um 53 fahren wir ab, dann ist wahrscheinlich wieder um 23 Abfahrt. Boah, was wird aber es geht bei mir sogar noch relativ. Ich habe noch keine Ausfahrt, Ich aber habe ich drücke mal F4. plus 13. Ich habe plus 7. Plus 7, 1 Oh. sogar. Also ich glaube, ich habe 0%. Meinst du? Hast du schon Ja. alle Hoffnungen aufgegeben, oder was? Ja. Super Folge. Zweite Susi-Folge direkt. Super hier, also. Ah, der Kollege hat auch Ausfahrt, schön. Die Türen so auf entspannt. Der hat 60 und Langsamfahrt direkt. Ich hab. Ah, ich darf mit 80 hier raus. Ich bin halt nur 60 gefahren. Egal. Du bist nur 60 rausgefahren. Aber jetzt hier mit 50 Einfahrt. Ah, ich hab da Halt erwarten. Sehr geil. Kommt jetzt mein drittes Ersatzsignal, was wird das jetzt hier? Fährt ein Havi Zug geradeaus. Hauptbahnhof. Bestimmt. Oder Havi Hannover. Ich mal kurz über Schnellfahrstrecke nach Hannover. Mein Kollege. Na, wo sind die 30? Weil ja, ab da, okay. Wo kommt hier das Signal? Dauert noch. Ich sehe nämlich jetzt schon kommen, dass es irgendwo direkt mit der Kurve ist und ich hier eine Signalverfehlung habe. Nee, du hast noch ein paar, auch noch ein paar Vorankündiger. Wann kommt das denn? Meine Güte. Theoretisch wird wahrscheinlich der Kollege, der neben mir Ausfahrt gehabt haben, hat es hier nur mal langsam fahrt und. Also die Langsamfahrt und nochmal Langsamfahrt erwarten. Na, ich habe immer noch Halt erwarten. Bin dann auch mal da mit plus 13. Ah, das nächste Ersatzsignal. Ich hatte ja heute noch gar keins. Ja. Diesmal. Ah, wie großzügig. CS1. Was ist das denn? BK2. Okay, interessantes Signal. Keine Ahnung, was das ist für mich bedeutet. VEBK2 Abzweig, was ist das für ein Ja, Signal? ich hab null. Ja, ich hab. Muss mal auf Fensteraufnahme jetzt wechseln. Ich hab 0%. 27 V-Marktüberschreitung. 40 Minuten Verspätung maximal.
Strich der Fahrstil einmal, Abfahrt ohne zweimal Auftrag Abfahrt zweimal. ohne Auf. Ja. Katastrophe. Ja, anfangs war alles super. Ne, alles wie eine 1. Ich habe aber verbremst, hab minus 5%. Ja, dann hier zweimal Abfahrt ohne Auftrag. Minus 5%, yo. Da geht damit dann richtig. Yo, Ja, da. hier war ich dann, da waren dann die 40 Ja, aber da und. zwischendrin war es ja auch ein bisschen arg schnell. Gehen wir mal Oh. zurück. Wo war das denn Das geht da? aber Oh, jetzt noch. bin ich ein bisschen zu schnell. Ich hoffe, du hast auch 0%, das wäre edel, aber ich glaube nicht. Aber jetzt habe ich, Wir glaube ich, können jetzt. V-Max-Abzug hier. Nee, können Also, wir ich nicht. weiß ja So, nicht, ja. was das VEBK2, ich weiß nicht, was das für ein Signal ist. BK, Blocksignal. Ah ja, gut, dann werde ich doch keinen V-Max-Abzug haben, weil ZS1, da muss ich einfach nur drüber oder Weichenbereich oder nicht. Entweder Weichenbereich oder bis zur Erkennung der Stellung des nächsten Hauptsignals. Ich fahre mal lieber nur 40. Dann habe ich jetzt hier 100% V-Max oder so gleich. Sehe ich doch jetzt Ja, schon kommen. gib mal Gas, Paul. Ja, wir warten noch mal kurz auf Paul, bis wir das Video hier beenden können. Wie lange geht schon die Aufnahme? Schon 45 Minuten, ja, super. Es könnte was mit deinem Internet werden. Werden ja zwei Teile. Also es ist ja doch Folge 2 und 3, wo so katastrophal ist, nicht nur eine. Ja, vielleicht eigentlich, dass so das Folge 2 noch geil ist und dann ab Folge 3 wird's lustig. Müssen nur schneiden bis Iringshausen, sind 10 Minuten. Und da verbrennst du dich das erste Mal. Ja, gut. Nicht mal 10 Minuten sind das bestimmt. Das sind nie im Leben 10 Minuten. Ja gut, mit deiner Anmod da sind es vielleicht 10 Minuten. Ich glaube bestimmt mittlerweile wieder 50. Bestimmt. Wenn nicht, habe ich jetzt Abzug. Ich sage halt Gaslau Bahnhof, Ausstieg Ich hoffe, du links. hast auch 9%, das ist ja meine einzige Hoffnung jetzt. Ich sehe auch jetzt schon kommen. Ich habe irgendwo habe ich was mit der Hä, Geschwindigkeit du hast verkackt. safe mehr als 0%. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt hier irgendwas mit der Geschwindigkeit verkackt. Das wäre es halt Nee. Ja, schon. sowieso, sowieso nicht. Ich bitte dich. Boah! Das gibt V-Max-Abzug. Aber nicht 100%. Und du hast auch nicht zweimal Abfahrt ohne Auftrag und 40 Minuten Verspätung. Ja gut, ich habe es vielleicht direkt, war gerade am Runterbremsen, vielleicht hat er das mir noch nicht gezählt. War ja ziemlich schnell dann auf 30 auch unten. Erstmal gegen Prellbock. Du hast jetzt 100%. Ja, gegen Freiburg wäre gut, dann hast du auch Nee, 0. 100% kann nicht sein, ich habe Verspätung. Oh, oder 99,5 oder so. Nee, so für eine Minute Verspätung gibt mehr. Ja, Jetzt gegen Prellbock. die Lok ist so laut. Jetzt bleibt er da so früh stehen. Jetzt traut er sich nicht. Ja, klar. Bist ja echt lame, ne? So eine Memme. Ah. Das ist dann Hat leider doch kein Pauls V-Max-Abzug. Fahrt. Ja, Paul hat diese Fahrt leider gewonnen. Ich verspreche euch, die nächste Fahrt wird ein bisschen besser. Das kann man sich ja hier wirklich eigentlich nicht Ich geben. habe 3 Minuten Verspätung. Wo war ich denn so sehr? Hier. Ja, weil ich keine Einfahrt hatte. Perfekt. Ja, Ja, ich habe gut, ja. Wir bedanken uns. 73,2, falls wir es noch Ja, nicht gesagt haben. super. Ja, nee, haben wir schon gesagt. Ja, wir bedanken uns, dass ihr hier zugeschaut habt bei dieser katastrophalen Susi-Fahrt. Die nächste Fahrt wird besser. Ja, gibt's noch was zu sagen? Bist Ich ja denke sicher. nicht. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.